Hans, wir haben ein Problem. Am Sonntag müssen wir in Asch in der Tschechei unsere Weihnachtsgeschichte vorlesen. Der Porzellan-Weihnachtsbaum, das ist ja der größte porzellanbehangene Weihnachtsbaum Europas. Da habe ich eine Geschichte geschrieben. Das weiß ich nicht, ich war ja dabei. Ja, genau. Wir müssen uns da verkleiden als Weihnachtsmann und müssen natürlich auch üben für die Geschichte. Weil es soll ja nicht schief gehen, oder? Was soll denn da schief gehen? Nicht? Ja, du kannst aber nicht mitsingen. Mit erzählen von der Geschichte, weißt du? Hans, wir beide, wir üben das. Ich lese es und du kannst das dann beurteilen, oder? Aber dazu müssen wir uns aber auch als Weihnachtsmann verkleiden. Das ist schon eine lustige Geschichte. Na gut, mach was einfach einmal. Ja, Hans, das schaut ja schon gut aus, pass auf. Jetzt holen wir die Geschichte, der Porzellan-Weihnachtsbaum, und ich lese das vor ein bisschen und du sagst dann, ist es okay oder nicht, ne? Sag schon gerne, ich hol's Weihnachtsmann nicht mehr. Aber der Rede. Ja, pass auf jetzt, Hans. Ich habe da die Geschichte. Da lesen wir sie jetzt einmal durch. Okay? Alles klar. Pass auf. Der selber Porzellan-Weihnachtsbaum von Andreas Alfred Berger. Das kannst du nicht sagen. Das kannst du nicht sagen. Habe ich die Rede. Nein, jetzt lass mich halt einfach mal. Schaut's, liebe Kinder und liebe Erwachsene, das ist einfach so. Außen vor einem Fenster auf der Hohenberger Straße macht es einen Riesenknall. Was ist das? Silvester, nicht? Hans, jetzt bleib halt einmal. Das ist nicht Silvester, das ist der Weihnachtsbaum. Pass auf, jetzt geht schon weiter. Bettina macht ihr Fenster auf. Ist ja da, mir zu liften, nicht? Warte, nicht? Jetzt bleib halt einmal. Macht ihr Fenster auf und sieht nach. Sie drängt ihre Nase in die Kälte und sieht die Straße nicht mehr. Ja, sag einmal, kein Asphalt mehr zu sehen. Na, da wird's geschneit haben, nicht wahr? Hans, kein Gehweg mehr, nur noch grüne Tannenäste und in der Mitte ein dicker brauner Stamm. Ein riesiger Tannenbaum. Wo werden Sie denn weggeschlagen haben? Hans, ernst bleiben, sie traut ihren Augen nicht. Wo kommt denn dieser riesige Tannenbaum her? Umgefallen kann er nicht sein, denn sie sah vor dem Haus noch keinen solchen schönen Tannenbaum stehen. Das steht dann einmal ein Wald, nicht wahr? Hans, ja. Ihr glaubt nicht, was diesen Baum für ein Geschrei begleitet. Kein Wunder. Ringsherum sind Stadtarbeiter in ihren orangefarbenen Arbeitsanzügen und versuchen, dieses Teil stadteinwärts zu bringen. In welche Stadt? Nach Wien? Nein, Hans, noch selbst. Jetzt sieht auch Bettina, dass der Baum auf einen LKW des Stadtbauhofs verladen ist. Ja, natürlich polizeilich gar nicht erlaubt, oder? Genau, das steht da. So durch die Gegend zu fahren. Tina zieht sich warm an und eilt hinunter. Sie will sehen, wofür die Leute sich solche Mühe geben. Ach! Was? Ach, schaut er. Das sind ja auch Thomas und Hans. Nein, das bist nicht du. Sagt einmal, was macht ihr denn da? Die beiden Stadterer und Feuerwehrkameraden grinsen über ihre roten Wangen. So kenne ich ihn, Thomas, nicht wahr? Und sagen zu Tina: Na, Betty, Weihnachten steht vor der Tür. Wir bringen diesen Baum an den Platz, an dem alljährlich der Porzellan-Weihnachtsbaum steht. Ach so. Dieser 12 Meter lange und 4 Meter breite Tannenbaum wird durch die Engstelle der Selbbachbrücke unten beim Fischdauer durchgezerrt. Also, weil die Leute wissen, wo der Fischdauer ist, nicht? Hans, vorsichtig! Was ist denn? Vorsichtig, schreit es aus allen Ecken. Es knirscht und quietscht, aber die Bauhofsmitarbeiter zeigen ihr fachmännisches Können. Auf der großen Kreuzung, ihr wisst schon, dort wo der Oberbürgermeister alle Jahre wieder am Wiesenfest Montag auf den Balkon steht und zu den Schulkindern und Kind und Eltern spricht, letztendlich hunderte bunte Luftballons in den Himmel geschickt werden. Was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Ja, Hans,
Das ist doch in der Geschichte drin, dass die Leute wissen, wo der Baum steht. Genau da steht ein großer roter Autogramm. Ein Autogramm? Was ist ein Autogramm? Na bravo. Einer, der die Tanne aufstellen wird und wartet. Geschafft! Was haben Sie geschafft? Hans, hör einfach zu. Die Fenster der Cortina sind noch heil. Jetzt wird der Baum im ersten Drittel mit einem dicken, starken Band am Stamm angehängt und vorsichtig aufgestellt. Viele Leute beobachten dieses Spektakel und siehe da, hier steht er, wunderschön, mit blau-grünen, dichten Zweigen, ganz stolz gewachsen, als wusste er, dass er einmal als Porzellanweihnachtsbaum für einige Wochen von allen Leuten aus nah und fern begutachtet wird. Da kommen bestimmt auch welche von Wien daher. Sicherlich, Hans, sicherlich. Endlich werden die elektrischen Kerzen von den Elektrikern mit ihren Steigern angebracht. Dies erfordert hohe Aufmerksamkeit. Wenn ich dabei bin, da müssen sie lachen, gell? Nicht, Hans. Um nun seinen Namen gerecht zu werden, hängen die Arbeiter Porzellan an die Zweigen. Tassen, Kannen. Ihr Lieben, heuer sind sogar große Weihnachtsglocken mit schönen Motiven an den Zweigen. Das habe ich gesehen. Dazu war aber die Erde das schön. Der Weihnachtsbaum schmückt nun die Stadtmitte. Er ragt in den blauen, mit Schneewolken behangenen bayerischen Himmel. Bayerischen Himmel, nicht wahr? Ja, Hans, das mal. Wir sind zwar rot-weiß-rot angezogen, aber er ist bayerisch, der Himmel. Er ragt. Ja, das haben wir schon gesagt. Gegenüber geht es zum Weihnachtsmarkt. Am Eingang leuchtet der Schriftzug Frohes Fest. Und Hans, was sagst du? Das ist eine schöne Sache, nicht wahr? Eine schöne Geschichte. Mal schauen, wie es ankommt, nicht wahr? Ja, und deswegen tun wir das jetzt in die Millionärswahl mit hinein. Vielleicht kriegen wir ein paar Punkte jetzt mehr, dass uns welche voten, oder? Das hat uns gefreut, gell? Also, bis dahin frohes Adventsgelingen und was man nicht alles so wissen wird, nicht? Habe die Ehre, noch habe die Ehre.